Der 30. Juni ist der nationale Feiertag der Kongolesen, und zwar die Unabhängigkeit 1960. Ist aber der Kongo wirklich unabhängig oder leben die Kongolesen bewusst in einer Illusion von Freiheit, um die gewaltige Realität im Lande zu entfliehen? Und wenn der Kongo eine falsche Unabhängigkeit erlebt hat, ist dann die Frage, was genau schiefgelaufen und wer dafür verantwortlich ist. Die Hauptfrage, mit der wir uns in diesem Video beschäftigen, ist vor allem, wie der Kongo zur sogenannten Unabhängigkeit gekommen ist. Das alles erfährt ihr hier und jetzt auf Lux. Bleibt dran! Durch die zweite Lissabon-Folge über dem Kongo-Gräuel haben wir herausfinden können, dass der belgische König Leopold II. Sich als Wohltäter Kongos tarnte, um seine private Kolonie im Kongo zu führen. Nach seinen Gräueltaten durch das Abhacken der Genitalien, die wirtschaftliche Ausbeutung und der Fakt, dass sich die kongolesische Bevölkerung in einem Intervall von 40 Jahren halbiert hat, war er gezwungen, sein Privatstück an den jungen Staat Belgien zu übergeben. So wurde folglich 1908 der Staat Belgisch-Kongo gegründet. Die Sklaverei bzw. Zwangsarbeit wurde offiziell am 22. März 1910 abgeschafft, wobei dies wirkungslos blieb, denn die Unterdrückung und Diskriminierung an die Einheimischen blieb im Lande erhalten. Die katholische Kirche errichtete viele Schulen und der Staat investierte in der Infrastruktur. Dem Kongolesen musste nach dem Staat die Vernunft beigebracht werden, so als wären sie im Naturzustand barbarisch, sklavenartig und einem Vieh gleich. Je weißer man sich benahm, desto mehr gehörte man zur schwarzen Elite des Landes. Das waren die sogenannten Evolué. Sie sprachen wie die Weißen, aßen wie sie, hörten teilweise klassische Musik, aber dachten überhaupt nicht wie sie. In den 1950er Jahren reisten die ersten Evolué nach Brüssel, um dort zu studieren. Thomas Kanza ist zusammen mit Justin Bomboko der erste Kongolese, der außerhalb Kongos und Afrika studiert hat und es dort auch zum Abschluss geschafft hat. Im Kongo förderten die belgischen Kolonialherren die Universität in Leopoldville, heute Kinshasa, die zu der Zeit die größte und bedeutsamste Uni in Afrika war. Portugal dagegen förderte die Bildung in Angola überhaupt nicht. So kam es dazu, dass Mitte der 50er Jahre viele Angolaner nach Kongo flüchteten und in der Hafenstadt Matadi ihr neues Zuhause fanden. Viele von ihnen vermischten sich mit den Kongolesen und blieben dort langfristig. Deswegen finden wir auch heute viele Halbkongolese und Halbangolaner. Andere Angolaner blieben unter sich, um anschließend nach einer vernünftigen Qualifikation zurück nach Angola zu reisen. Als die kongolesische Elite in Belgien sahen, dass es auch weiße Bettler, Obdachlose und Ungebildete in Europa gibt, stärkten sie ihr Selbstbewusstsein und strebten nach ihrer Rückkehr im Kongo, im Vorbild Algeriens, nach ihrer Unabhängigkeit. Die Entwicklung zur Unabhängigkeit verlief blitzschnell, denn 1955 rechnete kein Kongolese mit der politischen Unabhängigkeit, die sie 5 Jahre später erlangen würden. Bis dahin soll der belgische König Baudouin das kongolesische Volk jährlich besuchen und die Vaterrolle spielen. Noch diskutierten die Evolué über die gesellschaftlichen Blockaden, bis im Dezember 1955 eine von den Kongolesen provokative, auf Niederländisch verfasste Zeitschrift mit dem Titel »Ein 30-Jahres-Plan für die politische Emanzipation Belgisch-Afrikas« veröffentlicht wurde. Der Autor Jeff van Bilsen, der an der Kolonialen Universität unterrichtete, erklärte in seinem Aufsatz, dass Belgien die Verantwortung hat, eine intellektuelle kongolesische Oberschicht zu etablieren. In 30 Jahren, sobald die Oberschicht aufgestellt ist, sei der Kongo erst dann für ihre Unabhängigkeit bereit. Bereit in Anführungszeichen. Die Evolué reagierten mit Empörung und kritisierten das eurozentrische Denken. Der auffälligste unter den Kritikern ist Joseph Kasavubu. Der Theologe und Philosoph verfasste 1956 einen Kontraartikel, wo er die sofortige Unabhängigkeit der Kongolesen verlangte. Dies führte zu Kommunalwahlen. Kasavubu, der als kein großer Redner bekannt ist, war in der Zeit Präsident des Vereins Abako, die eine Allianz der Stämme aus Bakongo sicherte und die Sprache Kikongo sichern wollten. Abako entwickelte sich zu einer politischen Partei und setzte sich bei den Stadtsratwahlen Dezember 1957 durch, sodass Kasavubu Bürgermeister von Dendal wurde. Abako konnte sich jetzt in Leopoldville klar durchsetzen, wobei sie nur nach der Unabhängigkeit ihrer Provinz strebten. Doch plötzlich bekam 1958 die Partei starke Konkurrenz aus Kisangani, und zwar die Mouvement National Congolais.
Gründer und Präsident ist ein einfacher Postbote aus dem Stamm der Batetela namens Patrice Emery Lumumba. Er erwies sich als ein unglaubliches Redetalent, der Massen auf den Straßen, Flohmärkten, Bars bis hin in den Stadien füllte. Anders als Kasavubu war Lumumba volksnäher und betonte anders als alle anderen Evolue die Einheit der Nation und war nun landesweit bekannt und erfolgreich. In den panafrikanischen Versammlungen in Accra, in der Lumumba sich mit Kwame Nkrumah anfreundete, radikalisierte er seine Ansichten von einem vereinten Afrika und national stabilen Kongo, der allein von Kongolesen geführt werden soll. Am 4. Januar 1959 forderten die Kongolesen die sofortige Unabhängigkeit, indem Kasavubu einen Protest in Leopoldville organisierte. Es endete mit einem Blutbad. Abako wurde darauf verboten und Kasavubu wurde für 4 Tage inhaftiert. Lumumbas größte Waffe gegen die Kolonialherren waren seine schlagfertigen Worte. Mithilfe seines besten Freundes wusste er immer, in welchen Orten es taktisch und politisch klug war, seine politische Philosophie zu popularisieren. Auch er wurde Oktober 1959 festgenommen. Ach und übrigens, sein bester Freund war ein Journalist, der frisch aus dem Militär kam. Sein Name ist Joseph Désiré Mobutu. Kasavubu formte eine Allianz mit anderen regionalen Parteien. Darin vertreten waren die Parti Solidaire Africain von Antoine Kizenga und die von Lumumbas MNC abgespaltene Gruppe von Albert Kalonji aus Kasai. Er wurde Präsident dieser Gruppe und reiste zur Allparteienkonferenz nach Brüssel, die am 20. Januar 1960 begann. Kasavubu konnte seine Vorstellungen nicht durchsetzen und verließ die Verhandlungen vorzeitig. Lumumba war währenddessen noch inhaftiert, wurde aber auf Befehl von Kasavubu für die Allianz in Brüssel entlassen. Gemeinsam begannen nun die Verhandlungen mit belgischen Politikern um die Unabhängigkeit. Die Belgier wollten im Kongo ihre privaten Unternehmen behalten, um weiterhin zu profitieren, aber nicht mit Lumumba. Die westlichen Alliierten sahen in Kasavubu kein Charisma, der den großen Kongo tatsächlich führen kann. Denn ursprünglich bemühte er sich ja für die Provinz Bakongo und nicht Kongo als Ganzes. So setzten die Belgier auf Kasavubu, da sie in ihm die Chance sahen, eine offene Tür für den Neokolonialismus zu haben. Doch Kasavubu konnte sich nicht gegen Lumumba wirklich durchsetzen. Weiter geschwächt wurde Kasavubu durch die Abspaltung einer Gruppe unter seinem Stellvertreter Daniel Kanza, was dazu führte, dass letztlich Lumumba die Führung der kongolesischen Unabhängigkeitsbewegungen übernahm. Ein Albtraum für Belgien. Lumumba ist nicht nur nationalistisch und panafrikanistisch, er ist unfassbar raffiniert. Belgien gab somit schließlich nach und gab Kongo das Versprechen, das Land in weniger als 6 Monaten in die Unabhängigkeit zu führen. In Mai 1960 fanden im gesamten Kongo Wahlen statt. Stärkste Partei wurde Lumumbas MNC mit 33 der 137 Sitze, Kasavubus Abako erhielt nur 12. Der belgische Gouverneur beauftragte zunächst Kasavubu mit der Regierungsbildung. Als er jedoch keine Mehrheit organisieren konnte, ging der Auftrag an Lumumba. Die Regierungsbildung ist ihm gelungen und er wurde Premierminister. In der Nationalversammlung wird Kasavubu zum Präsidenten gewählt, doch regieren tut der nationalistische Lumumba. Es sieht wohl nach einem Triumph für den Kongo aus. Ist es aber nicht. Denn unsere Väter der Unabhängigkeit haben schon vor der Unabhängigkeit einen großen Fehler gemacht. Sie debattierten mit Belgien über ihre politische Unabhängigkeit, nicht aber über die wirtschaftliche. In einer kapitalistischen Welt lebt der Staat praktisch von der Wirtschaft. Selbst wenn ein afrikanisches Land afrikanische Führer hat, müssen sie erst ihre Wirtschaft kontrollieren, um von Freiheit sprechen zu können. So sind so gut wie alle Kolonien mit den westlichen Kolonialschulden in die sogenannte Unabhängigkeit gegangen und sind von der ersten Sekunde nach ihrer Geburt ein armes Land. Also ließ man die dummen Afrikanern eine illusionhafte Unabhängigkeit feiern, während in Wirklichkeit der weiße Anzugträger der Gewinner ist. Doch dann und erst dann kam der größte Albtraum der westlichen Welt, Lumumba. Der erstgewählte Premierminister, der den Fehler schnell erkannt hat und handelte. Was ab dem Moment passierte, ist so legendär, dass es den Kalten Krieg beschleunigte und sogar den Bau der Berliner Mauer verursacht hat. Wie Lumumba sich mit dem Westen angelegt hat, erfährt ihr in der nächsten und 7. Lisapo-Folge von Lux. Bleibt dran!